Herzlich willkommen auf den ersten Technik-Donnerstag bei uns auf dem Kanal Homegeparkt. Keine Angst, heute geht es nicht um Lichtenergie aufgeladenes Wasser. Heute wird es einmal richtig interessant, denn wir haben hier eine selbstfliegende Drohne. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Laut dem Hersteller handelt es sich bei diesem Artikel nicht um eine Drohne, sondern reinweg um eine selbstfliegende Kamera. Ihr kennt das wahrscheinlich auch von euren Reisen und Abenteuern, dass ihr entweder keine Drohne bei habt und hättet gerne Luftaufnahmen von euch oder Aufnahmen irgendwie aus 2-3 Metern Entfernung oder habt halt eine Drohne dabei, seid zu zweit, wollt ein Foto machen, wo ihr aneinander steht, aber einer muss halt immer diese Fernbedienung steuern, immer wieder schnell zur Seite packen, um die Aufnahmen fertigzustellen. Und das soll alles mit diesem Gerät ganz einfach möglich sein, denn ihr habt reinweg nur das Gerät, könnt dieses Gerät einschalten, auf den Knopf drücken und das macht alles von alleine. Und ob das so funktioniert, wie der Hersteller das verspricht, das testen wir jetzt in diesem Video. Und zwar heißt dieses Modell Hover RX1 von der Firma Zero Robotics. Und ja, wir sind echt gespannt und neugierig und ich würde sagen, wir fangen mal einmal an mit einem Unboxing. Wir haben hier ein Quick Start Guide dabei, wo alles, naja, schauen wir mal rein. So, als ersten Step sollen wir die App downloaden. Das machen wir dann auch mal eben direkt in der Zwischenzeit, wo die App lädt. Hier haben wir einen Barcode drin, den können wir mal einfach abfotografieren bzw. mit der Kamera abscannen und dann laden wir die App jetzt einmal runter. So, die App installiert. In der Zeit, ja, schauen wir mal kurz hier ins kleine Heft. Ach, guck mal, wie klein die ist, Johanna. Die kann man ja, wenn die auch noch stabil ist, dann kann man die ja super in den Hosentaschen stecken. Guck dir das mal an. Ach, krass. Das passt in jeden Reiserucksack. Das ist cool. Und schon betriebsbereit. Das ist echt cool, muss man mal wirklich sagen. So, jetzt werde ich neugierig. Dann packen wir mal einmal den Rest aus und schauen mal, was hier noch alle so zusätzlich drin ist. Ach, hier, guck mal. Noch ein Beutel dabei. So, guck mal, hier haben wir eine schöne Reisetasche dabei. Dann haben wir das Ladegerät. Hier haben wir kein 230 Volt Stecker, aber das ist bei den meisten Sachen nicht mehr dabei, denn eigentlich, ja, in der Regel hat jeder so einen Adapter zu Hause. USB-C ist schon mal sehr gut. Finde ich auch gut, dass sie jetzt so langsam alle auf einen Standard gehen, denn so hat man dann zukünftig ein Kabel für fast alle Geräte. Sehr gut. Wir haben hier jetzt einmal den Akku. Das ist ein schöner, leichter 1050 mAh Akku. Wenn ihr das Fly More Paket habt, dann habt ihr hier auch noch einen Battery Charger mit bei, wo ihr dann ganz einfach die zwei Akkus laden könnt. Zu den Spezifikationen bei dieser fliegenden Kamera. Die Abmessungen zusammengeklappt, wie wir sie jetzt sehen, sind 127 mm x 86 mm x 31 mm. Die Abmessungen ausgeklappt betragen 127 mm mal 145 mm und mal 30 mm. Das Gewicht mit dem Akku beträgt 125 Gramm. Die Videoauflösung betragen 2704 mal 1520 bei 30 FPS, 1920 mal 1080, also Full HD bei 60 FPS und 1920 mal 1080 bei 30 FPS im HDR-Format. Die App Kompatibilität zu diesem Gerät gibt es auf iOS sowie auch Android. Wenn wir, genau, hier schlägt die App sogar schon direkt das Gerät vor, das wurde erkannt. Die App, die braucht man später nicht. Also wenn ihr alles hinterlegt habt, ihr könnt die Drohne auch ohne Handy nutzen. Das ist gerade nämlich das Lustige an der ganzen Sache. So, dann schauen wir mal, was er uns hier sagt. Dann will er jetzt 8 Fragen beantwortet haben. Snapshot. Okay, wenn das Statuslicht grün ist, ist das Gerät startbereit. Dann will er das Gerät so zum Gesicht haben. Genau, dann können wir hier auf die Power-Taste drücken. Snapshot.
Johanna! Was passiert hier? Hilfe, wir sind hier im Raum. Achso, wenn das rote Licht leuchtet, wird gefilmt. Und was machen wir jetzt? Ach, das ist ja cool. Dann kriegt man hier die komplette Erklärung. Ach, irgendwas. Hä? Und hier hat man danach die Möglichkeit, die einzelnen Modis auszuwählen. Das machen wir aber, sobald es wieder hell ist, dann gehen wir die einzelnen Modis mal durch. Und wenn wir das erledigt haben, dann melden wir uns hier zurück. Aber Johanna, ist das geil oder ist das geil? Siehst du? Und genau für sowas soll der Technik Donnerstag stehen, um so eine geilen Produkte vorzustellen. Denn das macht wirklich verdammt viel Spaß. So, hier haben wir noch die Möglichkeit, ein Firmware-Update zu fahren. Das machen wir nochmal eben. Und das ist auch ganz einfach. Jetzt haben wir einfach nur angeklickt, dass wir ein Update fahren wollen. Wir haben hier leider wenig Empfang, aber es lädt. Ich würde ja gerne alle Knöpfe einmal durchdrücken. Ne? Ich weiß halt nicht, ob man den Härtetest machen kann. Das ist ja alles sehr geschützt, wenn das Gerät irgendwo gegenfliegt. Was mich interessieren würde, ist, wie sicher ist das Gerät und wie gut erkennt das Gerät die einzelnen Gegenstände. Wollen wir es testen oder wollen wir es nicht testen? Das war klar. Techtomirus ist testen. Ja, wir sind hier im Gebäude. Orbit. Bird Eye. Das Geile ist, es gibt auch Follow Me. Ne? Ich bin echt gespannt, wenn wir das draußen testen. Du kannst wandern gehen, du klickst auf Follow, das Ding fliegt hoch und fliegt einfach hinter dir hinterher. Also wenn das Teil so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dann lohnt sich das. So, heute haben wir mal ein bisschen Glück mit dem Wetter. Wir haben gestern schon ein bisschen getestet, auch im Haus. Und das ist der absolute Wahnsinn, wie gut das Gerät hier durch die Wohnung und enge Räume fliegt. Und das zeigen wir euch mal. So, zum Start klicken wir die fliegende Kamera einmal an. Current Mode, Hover. Nachdem die Melodie jetzt einmal durchgelaufen ist, ist das Gerät einsatzbereit. Und wir können hier jetzt die einzelnen Modis durchseppen mit der kleinen Taste. Und wir fangen mal hier mit der Hover-Aktion an. Das heißt, wir klicken hier einmal auf den Start-Button. Und im Hover-Modus verfolgt uns jetzt die Kamera. Beziehungsweise der Punkt, der bleibt immer gleich. Aber die Kamera verfolgt uns. Das heißt, wenn wir hier im Kreis laufen und irgendwas erzählen, dann ist die Kamera immer auf uns ausgerichtet. Und so kann man natürlich schöne Aufnahmen machen, wenn man irgendwo ist. Mowgli, komm, hör auf. Nichts zum Fressen. So. Und so stoppt sie wieder. Dann haben wir hier den nächsten Modus, wo wir dann mal rausfinden, was da passiert. Wir starten die Kamera. Genau, Zoom out. Das heißt, die Kamera startet, fliegt jetzt, ich glaube im Standard sind das 3 Meter nach hinten und kommt zurück und erstellt so automatisch eine Aufnahme. Und somit ist die Aufnahme auch beendet. Man kann dann in der App natürlich noch die Distanz und so weiter nachher manuell einstellen. Aber wir lassen das jetzt mal einmal oder nutzen das einmal, wie es wirklich im absoluten Standard ist. Das ist die bemerkenswerteste Funktion jetzt, die Follow-Me-Funktion. Das ist der absolute Wahnsinn. Wie gesagt, wir haben es gestern schon im Haus getestet und wir fangen mal hier draußen an und machen jetzt mal einen kleinen Härtetest. Das heißt, wir betätigen uns jetzt mal sportlich. Wir starten in diese Richtung, laufen gleich einmal um die Halle rum und schauen mal, wie weit uns die Drohne folgen kann. Das heißt, wir Muckli aus. Wir starten hier. Und ich würde sagen, Johanna, jetzt musst du auch rennen. Mal schauen, wie weit die Drohne hinterherkommt. Muck! Wir empfehlen euch, die Drohne bzw. die fliegende Kamera nicht in der Nähe von Hunden zu benutzen. Hund ist jetzt im Fahrzeug. Die Kamera liegt da.
Das Schöne ist an der Kamera, sobald irgendwo ein Kontakt geschieht, sinkt sie leicht ab. Das heißt, der Hund ist einmal dran gesprungen, dann geht die Kamera auch direkt nach unten. Und das ist der Vorteil an dieser Kamera, denn sie ist wirklich robust. Sie kann auch mal irgendwo gegenlanden, also da passiert nicht so schnell was mit. Und naja, der Hund hat sie gerade aufgefangen wie eine Frisbee. Soll so nicht sein. Wir starten nochmal erneut. Das heißt, wir machen das Ganze nochmal von vorne. Wir starten hier die Follow-Me-Funktion nochmal aus dieser Richtung. Laufen los und schauen mal, wie weit uns die Drohne folgt. Wir machen nochmal, bleibt da mal ruhig stehen, Johanna, ein kleines Experiment, wie gut das funktioniert. Ich mache mich hier mal wieder ein bisschen zum Affen. Aber da sieht man mal, wie gut diese Drohne hinter mir hinterherläuft. Hier, die Bäume. Guck dir das mal an, stell dich mal hier hin. Da brauchen wir bald gar nicht in der Halle reingehen. Das ist der absolute Wahnsinn, wie gut das funktioniert. Guck dir diese Perspektive hier mal an mit den Bäumen. Hier ist nur ein kleines Fenster, wo die Drohne durchfliegen kann. Und sie fliegt einfach einwandfrei da durch. When I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simple's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flame miles. So high, I might never come. Und ja, nicht wundern, das ist hier so eine private kleine Halle. Und mein Vater hat eine Sammelleidenschaft, sammelt alles Mögliche, was alt ist. Naja. Also, sieht ein bisschen aus wie Hempels unterm Sofa. Keine Panik, wir wohnen hier nicht. Wir haben hier nur ein Gelände, wo wir einfach ein bisschen den Alten parken können mit seinem Hobby. Und wir schauen mal, inwieweit wir mit der Drohne hier ins Gebäude kommen. Wahnsinn. Aber hier geht's nicht weiter wahrscheinlich. Das gibt es nicht. Schalten wir mal Licht an. Also da muss man sagen, das ist der absolute Wahnsinn, wie diese Drohne funktioniert. Also man sieht einfach nur, dass wir dieses Produkt jetzt nicht ohne Grund gut reden. Das ist der absolute Wahnsinn. Also die Erwartungshaltung war in der Hoffnung sehr gut. Und diese Erwartungshaltung, die wird einfach übertroffen von dieser Drohne. Das ist der absolute Wahnsinn, wie gut diese Drohne hier automatisch hinterherfliegt. Es ist doch mega, ob beim Mountainbike-Fahren, beim Reiten oder bei einer Wanderung. Es ist, ja. Also ein richtiges Tech-Tomi-Spielzeug. Tech-Tomi ist einfach nur total überwältigt. Und ich laufe jetzt der Drohne weg. Das ist der Wahnsinn. Wir gehen hier nochmal weiter rein. Es wird jetzt schwer. Wir müssen in der Kameraposition bleiben. So, dann hat sie uns wieder, wenn wir dann zurückgehen. Und hier wird es jetzt schwer, weil hier geht es nicht weiter. Hier ist eine Wand. Das heißt, wir müssen hier um die Ecke gehen. Und wie ihr seht, das Gerät folgt einfach weiter. Und es ist total gefahrlos, denn wenn man hier die Drohne irgendwo aneckt, geht sie im Sinkflug runter und landet. Ich glaube, viel braucht man dazu nicht mehr sagen. Kommentarlos lasse ich diesen Modus hier mal stehen und wir machen draußen weiter. Kommst aus dem Grinsen noch gar nicht mehr raus, ne? Nee, und wir haben jetzt 3 von 6 Funktionen ausprobiert und ich muss sagen, dieser Follow-Me-Modus, das ist der absolute Wahnsinn. Also ich freue mich echt über dieses Ding. Er sieht erst ein bisschen aus wie so ein kleines Spielzeuggerät, aber das ist der absolute Wahnsinn, was da drin steckt. Und wie robust das Gerät ist. Man darf wie auch, oft hast du in diesem Video jetzt schon Wahnsinn gesagt? Das Ding ist geil und es ist, normal ist das nicht im Sinne des Erfinders, aber es ist robust, es darf wegfallen. Es ist das perfekte Reiseding. Man kann es zusammenklappen, in eine Tasche stellen. Es ist
Der Wahnsinn. Passt das so hinten in die Tasche rein? Tatsächlich. Naja, ich würde jetzt nicht empfehlen, so damit wandern zu gehen, aber in den Rucksack und so macht das gar keine Probleme. So. 1,5 Meter. 5 Meter, das heißt, es geht eventuell in den Busch. Naja, wir warten mal ab und bleiben hier mal stehen und schauen mal, was passiert. So, jetzt umkreist die Drohne uns. Nicht, dass ich hier gleich noch die Haare gekürzt habe. Auch das, nach der Follow-Me-Aktion eine Leichtigkeit für diese fliegende Kamera. Man könnte ein Trinkspiel rausmachen. Jedes Mal ein kurzes Trinken, wenn ich sage Drohne oder fliegende Kamera. Oder Wahnsinn. Was ist denn, wenn der... Okay, gut, jetzt hat er seinen Modus durch. Das heißt, er folgt uns auch nicht mehr. Also soll erfüllt. Das heißt, wir können sie wieder landen lassen und direkt in den nächsten Modus gehen. Bird Eye, das heißt, sie geht steil nach oben. Wie gesagt, man kann die Distanz noch bis, ich meine, auf 15 Meter hochstellen. Auf jeden Fall starten wir jetzt auch diesen Modus. Das ist jetzt, wie gesagt, auch die Einstellung aus dem Auslieferungszustand. Wir schauen mal, was sie jetzt macht. Gut, die Distanz jetzt ist wahrscheinlich, da geht sie doch noch ein bisschen höher. Aber mal ehrlich, ich kann es so wieder sagen, wenn man im Urlaub ist, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen an wie so eine Teleshopping-Aktion, aber wie geil kann man damit bitteschön Bilder aus dem Urlaub schießen? Und da es ja eine fliegende Kamera und keine Drohne ist, ist die Gesetzeslage auch noch anders. So, einen haben wir noch. Custom. Okay, Custom, das kann man, wie der Name schon sagt, dann selber hinterlegen. Da haben wir jetzt einen Snapshot-Mode drin. Schön an dem Licht zu erkennen, wann das Foto gemacht wurde. Zum Abschluss kommen wir noch einmal zum Fazit bei diesem Gerät, der fliegenden Drohne. Und ehrlich gesagt, gibt es hier nicht viel zu meckern. Fliegenden Kamera. Fliegenden Kamera. Danke, Johanna. Es gibt nicht viel zu meckern. Das Gerät macht, was es soll. Es funktioniert besser als erwartet. Ein Kritikpunkt hätten wir vielleicht doch noch. Die Akkulaufzeit von 9 bis 10 Minuten dürfte noch etwas länger sein. Denn die Zeit, die geht vorbei wie im Fluge. Wortwörtlich. Und ja, mit dem Fly More Combo habt ihr noch einen zweiten Akku dabei. Könnt somit wahrscheinlich genug Aufnahmen aus dem Urlaub, von der Wanderung und so weiter mitnehmen. Aber natürlich, die Flugzeit bei den tollen Funktionen darf immer etwas länger sein. Und zum Preis der Drohne, den aktuellen Preis blenden wir auch nochmal ein. Am ersten Moment dachten wir auch, okay, ja, der Preis, okay, der ist ordentlich. Aber man sieht, hier wurde nachgedacht und die Drohne funktioniert gut. Und zum Preis haben wir noch was Liegende Gutes für Kamera. Euch. Liegende Kamera. Ich glaube, das wird wirklich ein Trinkspiel hier, Thomas. Das wird ein Trinkspiel. Und wir geben euch noch einen Rabattcode mit. Also falls ihr Interesse habt, benutzt ihn gerne. Weihnachten steht vor der Tür. Und ja, falls ihr noch kein Geschenk für euren Partner, eure Lieben oder die Kinder habt, mit diesem Produkt könntet ihr wahrscheinlich schon dem einen oder anderen eine super Freude bereiten. Und nach dem Winter stehen die ersten Urlaubstage wieder vor der Tür. Und ja, wir sagen Dankeschön. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. Kommentiert gerne, wie ihr die fliegende Kamera findet. Und ja, wir sind begeistert, Erwartungen übertroffen. Und somit beenden wir das heutige Video.